9.500. Ja. 10.000. Mehr als 10.000. Zum? Ein Auktionshaus hatte früher Louis XVI, heute Louis Vuitton. Das ist eine internationale Qualität und das sind Dinge, die werden bei Christie's, Sotheby's in London und Paris und Monte Carlo und Genf und New York angeboten. Ein ganz wichtiger Bieter ist gehört zu den vielleicht 30 reichsten Menschen der Welt. Kunst und Luxus aus Privatbesitz. Was hier beim Stuttgarter Auktionshaus Nagel lastwagenweise eingeliefert wird, reizt Bietende auf der ganzen Welt. Es ist nicht nur ungeheuer viel, vieles ist auch ungeheuer wertvoll. Hier haben wir sozusagen mit den Biertischen in Packstationen aufgebaut, wo man dann nach und nach die Sachen auspackt. Hier haben wir jetzt nämlich auch eins der Top-Stücke, die tatsächlich auch ziemlich gefragt sind aktuell. Das ist nämlich Jensensilber. Davon haben wir insgesamt 5 Paare von den 2 Stücken. Und eins der Paare wird auf ca. 25.000 bis 35.000 Euro geschätzt. Also schon eine ganze Hausnummer. Davon haben wir 5. Dann hier, das ist auch noch ganz schön, das ist ein Fischservierteller. Der ist sogar auf 30.000 bis 50.000 geschätzt. Der Hintergrund ist, dass eine verstorbene Dame ist, die sehr vermögend war. Und da wurde bereits ein Teil versteigert. Und dieser Teil, der jetzt versteigert werden soll, besteht aus sehr vielen unterschiedlichen Sammelgebieten. Das sind Dinge, das sind Silberrahmen dabei, das sind Asiatiker dabei, gute Möbel, französische Möbel, Miniaturen, also alles Mögliche und das meiste sehr, sehr hochwertig. Und als er sagte, da kommen 15 Lastzüge, dachte ich erst, er macht einen guten Witz, aber es ist offensichtlich so, dass glaube ich 12 oder 13 jetzt kommen. Die ersten sind da und heute kommt noch einer an, glaube ich, um 2:30. Mittendrin dieser Sekretär, um 1800, französisch und sehr besonders. Wem er gehörte, wird vom Auktionshaus nicht verraten. Dabei ist der Name schon durchgesickert. Und dass seine Besitzerin auch verrückt war nach Handtaschen, ist ganz offensichtlich. Hermes, die berühmte Kelly, und das ist die Mini-Kelly. Da liegen wir zwischen 15.000 und 18.000 in der Schätzung. Die gehen aber in London, vor allen Dingen in Asien, in Hongkong bei den Auktionen zwischen 30.000 und 50.000 auch weg. So. Ihr Gehaltsnachweis in Hongkong nutzt Ihnen nichts bei einer Bank. Aber Ihre Hermes-Tasche, die nutzt uns was. Das sagt doch alles. Über 600 dieser exquisiten Handtaschen kommen zur Versteigerung. Alle aus dem Besitz der Kaufhauserbin Heidi Horten. Und alle geschätzt von Haute-Couture-Expertin Monika Gottlieb. Die ist auf ihre Art selbst eine echte Influencerin. Das ist eine große, ja, eine sehr schöne Tasche in Top-Zustand. So etwas von Fendi, auch nagelneu, mit dem hübschen Schulterriemen. So etwas kostet im Geschäft aktuell 3.400, 3.500. Wir haben sie jetzt in der Kollektion, in der Auktion, haben wir sie für 500, 450, 500. Da kommt der Aufschlag zu, da kommt die Differenzbesteuerung. Aber die Damen verlieren sich dann in dem Moment, wenn sie die Tasche haben möchten. Dann ist nur noch das Portemonnaie des Ehemanns gefragt. Solche Dinge sind meistens aus meiner Erfahrung Selbstläufer. Weil die Qualität durchgehend stimmt, dann spricht sich sowas auch im Vorfeld drum. Das heißt, wir müssen natürlich entsprechend Marketing betreiben, weltweit, auch nach Hongkong. Denn Nagel hat auch den großen Vorteil, als
einziges deutsches Haus, würde ich mal sagen, in sehr engen Kontakt seit vielen Jahrzehnten nach Hongkong zu haben. Die Stuttgarter pflegen komplexe Verbindungen weltweit und ganz besonders nach Asien. Millionenschwere Sammler und Händler dort wie hier wenden sich an Michael Trautmann. Seit über 30 Jahren bei Nagel hat er eine nahezu unerschütterliche Expertise. Ist ein Bodhisattva der Barmherzigkeit. Soll aus dem 10., 11. Jahrhundert stammen. Hat man jetzt eine Holzprobe genommen, um eine Radiokarbonanalyse, C14-Analyse zu machen. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Die Preise in den letzten 20 Jahren sind enorm gestiegen. Das heißt, sie haben kaum mehr die Möglichkeit, für normales Geld Gegenstände zu kaufen, die wirklich wertig sind. Und das heißt, die Chinesen bestimmen den Markt. Und wenn man sowas in den 1980er Jahren gekauft hat, dann hat es vielleicht so 6.000, 8.000 D-Mark gekostet. Heute kostet sowas in der Größenordnung 250.000, 300.000 Euro. Seit ungefähr 2 Jahrzehnten kaufen Kunden aus Peking, Shanghai und Hongkong zurück, was früher außer Landes ging. Sie beobachten den internationalen Markt genau, immer auf der Suche nach Topstücken. Für diesen stehenden Buddha aus dem 10., 11. Jahrhundert liegen schon vor der Auktion hohe Gebote vor. Dieses Stück ist 1981 gekauft worden bei einem Händler in Hongkong, King, der sehr bekannt ist, damals für etwa umgerechnet 40.000 D-Mark. Damals konnte man wichtige Stücke kaufen, allerdings war das auch schon ein relativ hoher Preis. Damals sind also 81, 40.000 D-Mark konnte man auch ein kaiserliches Porzellan kaufen, das heute 5 Millionen wert ist. Das ist jetzt ein Stück, das ist relativ moderat, mit 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Und ich schätze mal, wenn es gut geht, sollte sie eigentlich schon einen guten sechsstelligen Erlös erzielen. 20.000 online. Noch herrscht im Saal eine eher schläfrige Ruhe. Die meisten großen Gebote werden telefonisch abgegeben, weil die Bieter, Händler und Sammler anonym bleiben möchten. Auch Diskretion ist eine kostbare Währung. Das war nicht immer so. Zum Beispiel vor 20 Jahren konnte man alles bar bezahlen. Das heißt, da gab es keine Regulierungen, was die Bargeldzahlungen betrifft. Und wir hatten Zeiten 2000, 2001, wenn Sie unseren Tresen kennen, da waren dann teilweise wirklich von 8 Meter Bargeld, das dann hier eingesetzt wurde, um Kunst zu kaufen. Und das geht ja seit vielen Jahren nicht mehr. And we have 24.000 online. 26.000. Es geht los. 30.000, 33.000. Erst in kleinen Schritten. 36, 40.000. Dann in großen. Und dann ganz schnell. Sold for 200.000, 60, 51. Jetzt haben wir einen Zuschlag von 200, sprich mit den Gebühren sind es dann 300.000 Euro der Mehrwertsteuer. Ging nach China, Festland China, und Preis ist in Ordnung. Kennen Sie denn die Person, die das erworben hat? Ja. Der war vor ein paar Tagen hier und hat das Stück angeschaut und hat jetzt telefonisch geboten. Der kam aus China hierher? Der kam aus China hierher, ja. Während der Buddha einen Stock höher darauf wartet, verschickt zu werden, trifft im Teppichlager eine andere Kostbarkeit ein. Ebenfalls auf dem Weg zurück nach China. Aber was meinst du, was hat es jetzt gebracht? 10.000? Mehr. 10.000 war der Anfang. Oh, okay. 100.000? Bisschen weniger. 80. 82.000 am Ende. Oh, wow. Also echt Hammerpreis für das Ding. 82.000. Das sieht man auch. Neben den großen stapeln sich auch kleinere Werte im Zwischenlager. Manche wurden von ihren neuen Besitzern einfach vergessen. Rechnungen werden ja nach der Auktion automatisch versendet. Und dann kriegt man erstmal die etwas banale Antwort: What is this?
Und dann muss man damit umgehen und dann sagen wir halt, ja, also wir haben ihre Anmeldung, wir haben auch ihren Ausweis. Aber oftmals sind das dann Bieter, die sind dann tatsächlich einfach auf allen Auktionen angemeldet, bieten, machen Vorgebote und wissen dann teilweise natürlich nicht mehr genau, auf was sie alles geboten haben. Stefan Döbner ist von Haus aus Schreiner und sucht Hinweise zu Herkunft und Qualität dieser Möbel. Was suchen Sie da? Nach den Ebenistenstempeln. Ebenist, französisch Schreiner. Und dann ist es eben wichtig, dass die Stempel eine ganz deutliche Form haben und nicht einzelne Buchstaben, die leicht gedreht sind. Dann ist es sofort ein großes Fragezeichen, ob er echt ist. Hier können Sie Ihren den Stempel finden und hier den Roussel wahrscheinlich. Der Sekretär ist ohne Stempel, wahrscheinlich von Adam Weisweiler, Schreiner in Paris vor 200 Jahren. Die Verarbeitung von Amaranth und Zitronenholz, die Bronzen und die Qualität der Malereien deuten darauf hin. Und wie ging die Geschichte dann weiter? Wer der Erstbesitzer war, das würden wir auch gerne wissen. Das würde sicherlich auch im Verkauf helfen, aber das ist leider nicht mehr nachzuvollziehen. Wo stand es denn die letzten Jahre? Es stand privat und mehr können wir darüber nicht sagen. Dürfen Sie nicht? Wir dürfen nicht, nein. Anonymität ist generell ein großes Ding bei Auktionshäusern. Wir treten immer im Namen Dritter auf, um die Anonymität gerade bei Einlieferungen in dem Umfang zu wahren, weil da geht es ja tatsächlich um Millionenwert. Offengelegt wird nur der Zustand. Weiter gemacht. Hintergrund schwarz runter. Vorsichtig ins Licht gerückt und fotografiert von allen Seiten. Marius Rogalski macht seit Wochen nichts anderes. Du darfst aufschließen und da mega vorsichtig. Auch Gebrauchsspuren müssen in den Katalogen erscheinen, die weltweit verschickt werden. Und natürlich die bekannten Marken oder Stempel. Nix, ich sehe hier nichts. Nach was schaust du? Oft haben die Möbelstücke Signaturen von der Herstellung und das ist auch sehr wichtig für die Kunden, dass das denen mitgeteilt wird. Da ist es nichts. Oft ist es so, dass die Experten machen uns ein Merkmal, dann wissen wir, okay, da ist was, weil oft ist es sehr schwer zu sehen. Muss nicht immer die ganz große Kunst sein, aber hinter allem steckt ja jemand, der sich oft sehr, sehr lange damit beschäftigt hat. Hier zum Beispiel allein diese Tierbilder. Da hat auch jemand lange dran gearbeitet. Mit Liebe den Pferdekopf gemalt. Ist auch schon länger her, wenn ich den Rahmen so anschaue. Aber wie gesagt, wenn dann eben der neue Besitzer sich freut, seiner Tochter dieses Bild zum eigenen Pferd schenken zu können. Es geht nicht immer nur um den Preis, finde ich. Den Preis hier bestimmen Schliff, Karat und Reinheit. Seltenheit und Verarbeitung auch. Und der piepst. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, der Stein ist wärmeleitend und es müsste sich hier eigentlich um einen natürlichen Diamanten handeln. Das ist ein sogenanntes Vanity Case für die Dame, für die Handtasche aus den 1920er Jahren, also aus den goldenen 20er Jahren. Wir befinden uns in den goldenen 20er Jahren. Die Pariser Luxusjuweliere haben eine ganz
neue Herausforderung und sie bringen ein neues modisches Accessoire auf den Markt. Das Vanity Case. Der Startpreis liegt bei 20.000 Euro. Ich habe ein vergleichbares Vanity Case entdeckt. Das ist vor anderthalb Jahren in New York versteigert worden, war auch mit 20.000 Dollar angesetzt und es ist wirklich tupfengleich, war dann geendet bei 165.000 Dollar. Ja, jetzt schlägt selbst mein Herz höher. Es handelt sich hier um die berühmten Mysterieuse-Uhren, die Pendulette Mysterieuse aus dem Hause Cartier. Wenn ich diese Uhr drehe, dann sieht man nämlich, dass dieser riesige Stein, der hier in der Mitte ist, der so gelb wirkt, ein Zitrin ist von ja, ganz immensen Ausmaßen, nämlich von 1750 Karat. Und solche Steine haben wirklich nur die besten und teuersten Juweliere der Welt verarbeitet. Auch Cartier wird mitbieten, um sie vielleicht nach Hause nach Paris zu holen. Bis dahin sind sie auf Instagram zu bestaunen. Oder, wie alle Lose, ganz klassisch bei der Vorbesichtigung. Wir haben tatsächlich, das ist jetzt nicht bei dieser Auktion, das sieht man immer erst im Nachhinein, wer dann gekauft hat, aber bei der vorletzten Auktion tatsächlich ein Bieter ein ganz teures Bild gekauft, weil er es über Instagram gesehen hat. Also das wird immer wichtiger und man kann das auch super bespielen. Man kann die Beiträge dann in gewissen Ländern posten und bewerben, sodass gerade die Städte und die Länder, wo wir denken, dass es relevant ist, dann auch wirklich unsere Posts angezeigt bekommen. Bei der Vorbesichtigung treffen wirkliche Spezialisten auf echte Laien. Und alle zusammen verbindet ein sinnliches Vergnügen aus Anschauen, Anfassen und Ausprobieren. Da ist ein Ring, der mich besonders begeistert. Das ist der Bouillon, würden Sie bitte noch mal kommen? Ich würde mir gerne den Ring noch mal anschauen. Das Objekt meiner Begierde. So. Dankeschön, bitteschön. Das kann einen schon, wenn man gerade ein Stück sehr, sehr dringend haben möchte und die Gier wird immer größer und dass man dann einfach die Hand oben lässt und es geht ja so schnell, zack, 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 macht der Versteigerer und immer sich's versieht. Ist man in einer Dimension, die das Taschengeld dann nicht mehr hergibt. Und dann wird es eng. Nee, ist eine schöne Auswahl. Also ich muss sagen, diese kleinen Möbel hier sind fantastisch. Und leider im Preis, wenn ich überlege, so vor 20 Jahren, da hätte so ein Möbel mindestens 8.000 Mark gekostet. Und heute ist es mit 1.200 oder 1.400 für meinen Begriff völlig unterbewertet. Die kleine Kommode. Italienisch, die ist sehr schön. 350 bis 450 Euro. Gehen Sie heute mal zu Ikea und kauft irgendeinen blöden Tisch oder was? Ne? Ist nichts. Sehr betrüblich. Diese Kommode, Louis XV von 1765, ist was für wahre Eingeweihte. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Menschen historisch gebildet sind. Gibt's nicht. Ja, ist vorbei. Und deswegen ist es auch völlig uninteressant, den Leuten zu erzählen, ja, das war mal die Kommode von Napoleon oder das war mal das Konsolenpaar von Marie Antoinette. Da sagen die, ja, und? Ich brauch's nicht. So, ja, das ist so ein bisschen, das sind die zwei Gründe. Also einmal, man wohnt nicht mehr großzügig, man hat kein Personal mehr, man hat keine großen Abendessen mehr. Also dieses ganz große, diese ganz großen Haushalte, die gibt es einfach gar nicht mehr. Ja. Kunst und Luxus aus Privatbesitz. Die Vorbesichtigung zu dieser Auktion ist natürlich auch wunderbare Gelegenheit, in der Vergangenheit zu schwelgen.
Alles hier hat eine Geschichte. Manche offensichtlich, andere verborgen. Warum zum Beispiel sitzt dieser Papagei neben einer holländischen Obstschale? Solche und andere Fragen klären beim Stuttgarter Auktionshaus Nagel Experten mit Erfahrung, Wissen und der nötigen Intuition. Was schauen Sie da? Ich suche einfach mal nach Altersspuren, nach alten Retuschen und Restaurierungen, aber vor allem nach einer Signatur, die aber nicht vorhanden ist. Ausgangspunkt meiner Recherche war eigentlich, dass bei unsignierten Gemälden, bei Stillleben speziell, es oftmals ein zweites Pärchen noch dazu gegeben hat. Dass der Maler das als ein Pärchen angelegt hatte, aber nur eine signiert hat, weil er immer davon ausgehen konnte, dass die Bilder eigentlich zusammenbleiben. Das habe ich dann auch ich habe eines gefunden, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit sein könnte. Aus vielerlei Gründen. Wir haben zum Beispiel hier diese Weinranke, die für Buhmann extrem typisch ist, die bei ihm praktisch in fast allen Stillleben auftaucht. Was das Ganze noch unterstützt, ist eigentlich auch, wir haben sowohl einen Papagei als auch einen Affen. In der Ikonografie des 17. Jahrhunderts galten beide Tiere aufgrund des, wie soll man sagen, des hier ausgeprägten Paarungsverhaltens dieser beider Tiere als Symbole für Lust, für Wollust, für Erotik, für alles, was damit zusammenhängt. Das speziell zwei Tiere, die damit in Verbindung stehen, gewählt worden sind, das kann eigentlich alles gar kein Zufall sein. Also das spricht tatsächlich sehr, sehr vieles dafür, dass das ursprüngliche Gegenstück zu diesem Gemälde ist. Solche Recherchen ermöglichen seit einigen Jahren die Datenbanken des Rijksmuseums in Den Haag. Dabei stellt sich auch heraus, das Gegenstück hängt in einem anderen holländischen Museum. Ich werde das Museum Amersfoort natürlich informieren, dass ihr hier das Gegenstück sehr gerne erwerben könnt. Es würde mich auch freuen, wenn die beiden wieder zusammenkommen nach so langer Zeit. Aber der Etat von Museen für den Ankauf ist seit vielen, vielen Jahren so schwach, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Holland ist, dass das einfach, ja, ich das für relativ unwahrscheinlich halte, dass das wieder so kommt. Aber ich finde es aus historischen Gründen ganz fantastisch, wenn die beiden Bilder wieder zusammenkämen. Thomas Kamm, studierter Kunsthistoriker, ist für sein Leben gern in Auktionshäusern unterwegs. Wenn man sich so umschaut in diesen Auktionshäusern, dann ist es halt so, dass da ständig sich alles bewegt. Das ist schon toll, dass da keine Statik herrscht. Das schaut morgen wieder anders aus und im Vierteljahr auch wieder ganz anders. Und ich könnte mir keinen Beruf vorstellen, der spannender wäre. Vielleicht Astronaut, aber weiß ich auch nicht genau. Der wird dann eher schlecht. Also das ist schon ein spannendes Feld. Der Spezialist für Altmeistergemälde wirft gleich ein Licht auf die nächste Geschichte. Es geht um diese Prinzessin, ihre Vergangenheit und vielleicht um ihre Zukunft. Ja, ich mache gerade eine UV-Untersuchung bei einem Prinzessinporträt. Also das ist eine Kopie nach einem anderen Prinzessinporträt, also nach einem sicher deutlich besseren als dieses hier. Man sieht ja, es ist wahnsinnig stark restauriert worden. Also es gab hier massive Farbverluste. Es ist auch nicht so wahnsinnig gut gemacht worden. Das sieht man eben auch ohne das UV-Licht. Aber es ist halt ja eine typische Kopie nach einem Prinzessinporträt, das möglicherweise mal vom Keilrahmen runtergenommen worden ist. Es ist auf einem neuen Keilrahmen aufgespannt und dadurch möglicherweise gerollt. Ja, eine gewisse Zeit gelagert wurde, vielleicht auch um 50, 60 oder 100 Jahre. Ja, das kaufen im Prinzip eigentlich Kunden, die sich ein Herrenhaus oder ein Schloss gekauft haben, meistens leer, und die das eben jetzt einrichten wollen und müssen und denen die Qualität von sowas jetzt eigentlich egal ist. Die haben dann ein Treppenhaus, das ist ewig lang nach oben die Treppe, da müssen dann ein paar Porträts einfach hin, am besten 5, 6 oder 7, die man da so hinhängen kann. Da ist die Qualität des Gemäldes eher sekundär eigentlich. Es geht um Gemälde, Bums, Prinzessin, Bums und dann dahin. Und mit dem kann man den Anfang machen und füllt den Rest des Treppenhauses dann sukzessive auf. Die Prinzessinnen von heute kommen zur Hauptauktion und sind gut informiert. Jetzt kommen ihre Objekte der Begierde unter den Hammer. Hermes-Taschen
Von Birkin bis Kelly-Modell, Constance-Modelle. Also sehr schwierig zu bekommen auch und sehr besondere Modelle tatsächlich. Und ja, zum Teil noch verklebt und ganz neu, zum Teil aber auch schon getragen. Und das macht es natürlich interessant. 1800 Euro. First, 1900, 1900. Die Konkurrenz der Bietenden wächst. Denn immer mehr Auktionsgeschäfte werden über internationale Plattformen organisiert und abgewickelt. 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 Euro habe ich bereits schriftlich vorgeboten. 4.000. 4.000 Euro. Also die Plattformen, die werden immer mehr von den Bietern angenommen, weil es bequem ist, einfach von der Couch vorm Fernseher mitzubieten. Allerdings sieht man schon noch eine Diskrepanz, die ganz teuren Objekte, die gehen übers Telefon weg tatsächlich, weil auch, und das sage ich auch immer dazu, der Telefonist mehr Einfluss auf die Auktion hat als der Online-Bieter. Der hat einfach nur den Bietknopf, kann nicht mehr machen und der Auktionator sieht nicht, ob der gerade irgendwie gewillt ist zu bieten oder nicht, sondern beim Telefonbieter ist es halt einfach entspannter, da sagt der Telefonbieter mir, ah ja, der Bieter überlegt gerade noch und deswegen sind die großen Bieter für die teuren Lose sind meistens per Telefon zugeschaltet. 130. Zwei Telefonbieter sind auch für ein Top-Los dieser Auktion registriert. Die schwarze Louis XV-Kommode von Jean-François Leleu, Paris. Es wird spannend. 200.000 Euro, wer hält's? 200.000. Bei der Kommode, diese Leleu-Kommode, gibt es wirklich eine schöne Kombination von Bietern. Sie haben nicht viele Bieter drauf, aber diejenigen sind wirklich hochkarätig. Ein ganz wichtiger Bieter ist gehört zu den vielleicht 30 reichsten Menschen der Welt. Hohes zweistelliges Milliardenvermögen. Ich nehme eigentlich an, dass er es kaufen wird, weil das dem entspricht, was er, wie er sich einrichtet. Zwei Telefonbieter, eine Kommode. Das könnte locker über 1 Million gehen, sagen die Experten. Das allererste Angebot liegt bei 200.000 Euro. Still trying to reach. Die Zeit läuft. Another bidder. Und dann passiert, womit niemand hier gerechnet hat. Funkstille beim Hauptbieter. Nein, dann bleibt es bei 200.000. Nobody more than 200.000 zum dritten Mal. 200.000 für die 6134. Wir hatten 4 Telefonnummern von ihm und wir haben ihn schlichtweg nicht erreicht. Das Problem ist, wenn der andere Telefonbieter natürlich schon ein Gebot abgegeben hat, dann muss man es irgendwann zuschlagen. Ja? Wir können ja nicht ewig warten. Und dann mussten wir es tatsächlich irgendwann zuschlagen. Wir haben es versucht, auf allen Kanälen ihn zu erreichen. War nicht möglich. Der andere Bieter freut sich jetzt natürlich ungemein, weil er sich nicht in ein Bietgefecht begeben musste. Ja, aber natürlich für uns eine Enttäuschung, weil wir gedacht haben, es geht natürlich ein bisschen weiter hoch. Ja. Und 95.000 habe ich geboten. 95.000. Die Liebhaberin von schönem Schmuck ist auch am Ende des Tages hellwach und konzentriert. Beim Bulgari-Ring klettern die Gebote bis 100.000 Euro. Ein gutes oder schlechtes Omen so kurz vor ihrem Einsatz. 105.000 bei Adriane. 105.000 jetzt. Meistens ist es so, wenn mir was gefällt, gefällt es so 7 bis 10 anderen Personen auch. Und da bleibe ich dann oft auf der Strecke. 3068, der Diamant Solitär für 3.000 Euro. 3.000 Euro zum Ersten und niemand mehr als 3.000 Euro. Und 3.000 Euro zum Dritten. Glückwunsch! 3.000 Euro für die 827. Wunderbar. Ich bin total glücklich. Für 3.000 Euro, damit hätte ich nie gerechnet, dass ich überhaupt keinen Mitbieter hatte. Ich bin richtig glücklich. Das war jetzt wirklich eine Überraschung. Ich habe mit dem Doppelten gerechnet. Oder sogar damit, dass ich ihn vielleicht nicht bekomme. 150.000. Kunst und Luxus aus Privatbesitz. Der Erlös der Versteigerung soll in eine Stiftung fließen. Spätestens dann wird der Privatbesitz der berühmten Millionenerbin in alle Welt verstreut sein. Und bei Nagel gilt, nach der Auktion ist vor der Auktion. 2001. Und 2000 zum zweiten. Und 2000 bei dem Ort zum dritten Mal 2000 für die 8434.